Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Endzone World Apart. Wir haben beim letzten Mal ja gezeigt, dass Wasserträger ein Job mit Zukunft ist und dieses Mal müssen wir zuschauen, dass wir endlich mal ein bisschen Schutzkleidung jetzt hier mal ranbekommen. Wir haben ja auch genügend Leute, die hier arbeiten, deswegen definiere ich jetzt schon mal einen Schneider vor. Aber ich bin jetzt auch drauf und dran und nochmal ein zweites Feld zu definieren, denn ich habe Angst, dass uns diese Wassernummer eventuell demnächst auch in Sachen Nahrungsmittel treffen kann. Ich weiß es nicht, ob das so ist, aber man weiß es ja nicht so genau. Weswegen ich jetzt hier nochmal ein weiteres Anbaufeld definieren will. Die Frage ist bloß, wo ich es hinklabastere. Ich bin mir überlegen, ob ich dafür die Zone hier nutzen will. Ah, das ist eine ganz blöde Idee hier eventuell. Ja, hier ist ja noch ein Weg frei und da. So, geht das so? Nein, das geht nicht. Ich weiß nicht genau, warum es nicht geht. Ah, hier, das würde gehen. Ich muss genau auf die Größe anscheinend achten. Mal 10 geht. Oh, da geht noch mehr. 16, also ich kann maximal 16 mal 16 machen. Okay, dann habe ich jetzt das hier schon mal definiert. Und kann jetzt diesem Feld sagen, dass es natürlich beackert werden soll. Ich definiere jetzt nochmal einen zweiten Bauern. Nein, das wollte ich so nicht. Und lasse die Zeit mal laufen. Dauert halt ein bisschen, bis die Baufläche freigeräumt ist. Deswegen ich jetzt hier mal die Geschwindigkeit hochlaufen lasse. Kann mal gerade mal gucken. Da liegen die Kartoffeln. Ne, das sind immer noch die Kürbisse. Das sind noch gar keine Kartoffeln. So, jetzt können wir hier endlich das Saatgut wählen und ich bin der Meinung, komm, wir machen jetzt mal ganz, ganz klassisch den Weizen. Das ist die Saat unserer Wahl jetzt an der Stelle hier und lassen mal laufen. Ich beobachte jetzt weiterhin hier die Wassersituation. Na, dieses Ding hier funktioniert natürlich jetzt hier gerade eben nicht so geil, denn wir haben momentan keinen Regen. Und der hier ist voll. Wow. Ich hoffe, da holt demnächst mal einer ab. Fände ich voll gut, wenn da mal einer abholen würde. Warte mal, ich kann aber auch einfach mal sagen, das hier ist jetzt mal kurz mal off. Und der Brunnen ist kurz mal off. Jetzt sollen die nämlich nur das da holen. Jetzt müssten die doch eigentlich hergehen und da mal das Wasser holen. Hoffe ich zumindest mal. Ah, okay, ihr seht, jetzt haben sie aufgehört, da hinten Wasser zu holen. Die führen also die Aufträge noch zu... Ja, jetzt fangen sie endlich hier an. Halleluja. Und jetzt steigt auch der Wasservorrat endlich. Und das, was wir da drin haben, wird endlich abgebaut. Also man sieht, man muss auch ein bisschen Feintuning hier betreiben. Nur so wird das hier was. Wir haben immer noch genügend Wasser hier drin. Ja, ich lasse jetzt einfach mal hier kurz was machen. So, und jetzt seht ihr hier, wird hier gerade eben schon mal... Ich weiß nicht genau, was sie da tun, aber es sieht so aus, als ob sie das Getreide hinlegen, um es danach aufzurichten. Oh, was ist jetzt los? Oh Gott, eine Missionsaufgabe ist gescheitert. Oh, ich hatte eine Mission. Ich wusste das nicht. Naja, aber so einen Haufen Holz brauchen wir wirklich nicht. War das irgendwie eine Art Wettbewerb? Okay. So ein Mist, das nächste Mal bekommen wir das hin. So wie es aussieht, hatte ich die Aufgabe, mehr Holz zu sammeln. Okay, wie gesagt, ist mir entgangen, ist mir entgangen. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. So, die machen jetzt... Oh, guckt euch das mal an. Jetzt, wenn es regnet, kriegen wir das Ding gar nicht geleert. Also gut, wir haben unser Wasserproblem jetzt endgültig in den Griff bekommen. Wir haben jetzt hier auch genügend Stoffe. Wir machen jetzt hier auch jede Menge Halstücher. Ich frage mich gerade eben, was ich eigentlich dafür brauche. Also ihr seht, hier brauche ich nur Tücher. Hier brauche ich aber auch Kohle, weil es Aktivkohlemasken sind. Und dafür bräuchte ich Kohle und Plastik. Ja, Kohle ist momentan noch so ein bisschen mein Hauptproblem, weil ich noch keine Kohle habe. Können wir mal gucken, kann ich hier irgendwie bei der Gemeinschaft ein Lagerfeuer machen? Was bringt denn das eigentlich? Ein Lagerfeuer ist ein Treffpunkt, wo die Siedler um ihr für die Siedler, um ihr Vertrauen zu stärken. Okay. Das kostet mich hauptsächlich Holz. Dann gibt es eine Kneipe, ein Sanitätshaus. Wir sehen, was das hier alles kostet. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt wirklich mal ein Lagerfeuer.
Das würde wahrscheinlich jetzt hier gerade eben durchaus Sinn ergeben hier, dass die Leute sich jetzt hier mal so versammeln können. Wir haben inzwischen jetzt auch schon 27 Siedler und viele von denen sind tatsächlich obdachlos. Fällt mir gerade eben so auf. Ich sollte mal anfangen, Unterkünfte für sie zu bauen. Und am besten gleich schon mal welche, die ein bisschen was taugen. Einmal und zweimal. Einmal und viermal bekomme ich immerhin, glaube ich. Wie viele Erwachsene bekomme ich da rein? Zwei Erwachsene und drei Kinder. Und das Ding hier, das kann ich mir nicht leisten. Das ist zu teuer. Wäre aber schon cool. Naja, aber da sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch lange nicht. Okay, also ihr macht jetzt erstmal weiter hier an der Stelle. Ich habe jetzt aber auch genügend Arbeitskräfte, wie ich realisiere, die ich jetzt auch übrig habe. Wenn ich sagen, komm, Sammler, sammelt mehr. Ich will noch mehr Schrottsammler haben. Denn der Schrott geht mir tatsächlich so langsam aber sicher aus. Ich kann noch mal einen weiteren Förster und noch mal einen weiteren Schneider einstellen. Und jetzt bin ich der Meinung, dass ich es dann doch mal mit dem Fischer versuchen will. Und ich will mir jetzt gerade eben mal die verschiedenen Teiche mal hier anschauen. Man sieht, dass es hier regnet. Ob ich irgendwo sehe, dass es da Fische gibt. Oder ob die automatisch Fische hier sammeln. Da sind Fische. Oder? Nee, das können auch Reifen sein. Ich sehe es einfach nicht. Es könnten auch einfach nur Reifen sein. Ich muss leider gestehen, dass ich es nicht sehe. Und hier? Weiß es einfach nicht. Produktionslimit. Ich meine, der hat auch schon einiges hier produziert angeblich. Nee, der produziert direkt rein hier in das Teil. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, ich sage mal, produziert das hier mal bitte als nächstes. Ich möchte gerne hier diesen Treffpunkt haben. Ich habe noch leider kein Wildtier getroffen. Als Bäume, die umgenatzt sind. Was haben wir da noch? Ja, obdachlose Siedler, Siedler ohne Schutzkleidung, I know. Fachkräfte ohne Werkzeug. Okay, ich brauche also eine Werkstatt. Die muss ich jetzt auch noch bald bauen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt werden erstmal hier Unterkünfte gebaut, damit die Leute glücklicher werden. Aber ihr seht, die Leute haben schon ein gewisses Glück inzwischen aufgebaut. Und das dabei ist ja einfach dafür zu sorgen, dass das Glück halt auch bleibt, ne? Und ich bin auch immer im Überlegen, ob ich noch mehr. Da followt jemand, herzlich willkommen. Ne, wisst ihr was? Ich tue hier lieber nochmal einen Bauer rein. Ich glaube, Bauer bringen mir gerade eben mehr. Ich gehe jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Was die Arbeitsplätze angeht. So, wie sieht es jetzt hier aus? Der ist jetzt quasi leer. Jetzt kann ich ihm sagen, komm, geht mal wieder da ran. Euer Job hier ist jetzt erledigt. Ihr könnt jetzt noch die anderen Gebiete hier anlaufen. Beobachte jetzt hier nur mal ganz, ganz kurz genau. Jetzt machen sie wieder die anderen Gebiete. Das ist gut. Und hier läuft sowieso. Was sagt mein Sammler? Mein Sammler sagt, hier gibt es noch genügend einzusammeln, was Nahrungsmittel angeht. Also jede Menge Zeug. Die nächste Bude hier ist fertiggestellt. Da Concepci und Jamie sind da eingezogen. Ein Männlein und ein Weiblein. Ah, und das Ding ist jetzt auch schon fertig. Sehr schön. Hier der Ort, wo sich unsere Leute jetzt hier ansammeln können. Eine kleine Unterkunft hier. Ah, richtig schön Lagerfeuerromantik. Wir haben noch mehr Kinder. Die Leute karnickeln weiter. Sehr, sehr gut. Ich behalte meine Rohstoffe jetzt hier mal gerade im Auge. Plastik habe ich angesammelt. Ich habe Stoff angesammelt. Noch habe ich nicht genügend mehr Arbeiter.
Aber es wird langsam. Es fehlt nur noch das jetzt. Muss irgendjemand einfach nur das da noch bauen. Bitte als nächstes das da bauen. Es gibt noch Leute, die hätten gerne ein Dach über dem Kopf. So, sehr gut. Aber ich habe immer noch Obdachlose, immer noch Sechse. Meine Situation ist also nicht völlig entspannt. Muss mir also überlegen, wie ich die restlichen Leute jetzt auch noch hinbekomme. Der Boden ist immer noch nass. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wichtig für bestimmte Dinge. Warte mal, Köhlerei. Dann überlegen, wo, für was brauche ich eine Köhlerei? Ach, Köhlerei, natürlich um Kohle zu machen. Das heißt, ich kann aus Holz Kohle machen. Logischerweise, das macht eine Köhlerei. Es fiel mir wie Schuppen von die Augen. Ja, dann mache ich das dahin. So, dann haben wir nämlich Kohle und können die besseren Masken bald bauen. Der Kollege ist voll. Ja, dann nehmen wir den einfach mal quasi als Notfallreservoir. Ja, ebenfalls. Nehmen wir das als Notfallreservoir. Ich glaube, als das sollte man es auch betrachten. Ah, ihr seht, das bringt jetzt hier so die erhöhte Zuversicht. Da können sie sich hier so ein bisschen psychologisch aufbauen. Oh, Zuversicht sorgt auch für ein neugeborenes Kind. Oder ein neugeborenes Kind sorgt für Zuversicht. So rum. Wenn ich noch Strom habe. Wir haben noch kein Zuhause. Also sie wären zuversichtlicher, wenn sie natürlich eine Unterkunft hätten. Das ist die große Frage im Raum. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche dafür satte 96 Holz und 180 davon. Also ich hätte ganz, ganz gerne mal so ein Teil gebaut. Ich muss es halt ganz kurz warten, bis ich das alles zusammengesammelt habe. Mir fehlt ein bisschen Schrott und ein bisschen Holz. Beides habe ich ab jetzt. So, wo klabastere ich das hin? Ich würde sagen hier oben, oder? Warte mal, kann ich das irgendwie drehen? Ja, ich kann das drehen. Sehr schön. Aber im Grunde ist es egal, ich wollte es bloß wissen. Aber ich mag die Linien, da kann man wunderbar sehen, wo man hingeht. So, zack. Jetzt baut mal das Teil dahin. Die Leute passen da rein. Ich habe gar nicht geguckt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Was steht denn dran? Ein großes Lager, das eine große Anzahl Siedler beherbergen kann. Allerdings nicht zum Gründen von Familien geeignet. Okay, also das ist einfach nur ein Lager. Okay, also das heißt, das hier sind meine Wurfstationen. Da sind die Leute so ein bisschen unter sich. Und hier ist einfach nur Unterbringung angesagt. Alles klar. Wir haben es verstanden. Privatsphäre für Knickknack und so. Hat ja auch seine Vorteile. So, kümmert sich da jemand? Oh, ich habe schon 32 Leute. Komm, ich kann noch mal einen weiteren Baumeister jetzt hier rein definieren. Jetzt definiere ich hier noch mal einen Köhler. Ach komm, ich definiere gleich zwei Köhler. Und jetzt sage ich auch noch mal einen Fischer. Da wird es hier Zeug rangeschafft. Schauen uns das hier aus allernächster Nähe natürlich an. Go, go, go. Ja, da muss noch eine Menge Holz hingebracht werden. Wir sehen es gerade eben. Und Schrott und Plastik und Stoff und alles. Ich habe zu wenig Baumeister. Das kann ich jetzt allerdings ändern. Jetzt kann ich nämlich drei Baumeister draus machen. Dann kümmern die sich mal darum. Und dann bekomme ich nämlich auch endlich alle Leute hier unter Dach und Fach, hoffe ich mal. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Limit dafür ist. Wir werden es gleich sehen. Was ist los? Hungrige Siedler. Warum seid ihr hungrig? Wir haben genügend Essen. Ich weiß nicht, warum die sich beschweren, dass sie hungrig und durstig sind. Vielleicht ist der Weg zu weit. Fachkräfte ohne Werkzeug. Ja, ja, I know. Moment. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe doch diesen Werkzeugbauer. Nee, ich habe ihn noch nicht gebaut. Haha. Ich habe zu viele Sachen gleichzeitig hier gerade eben am Start. So, ein bisschen Holz fehlt noch. 88 Holz. 96. So, jetzt könnt ihr es bauen. Jetzt gucken wir
gucken wir mal, wie das aussieht, wenn die das jetzt hier so nach und nach hochziehen. Aha, ihr bauen jetzt hier. Boah, es sind teilweise die einzelnen Balken dargestellt, ne? Finde ich schon echt geil. Es geht doppelt so schnell, umso mehr sind alle drei am Start. Naja, ihr seht, das sind halt so Hüttenanlagen, ne? So Hütten-Zelt-Kombinationen, nennen wir es mal so. Wie weit ist es jetzt? Fast fertig. So, jetzt ist es fertig. Da können bis zu 25 Leute rein. Perfekt. Okay, also ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal hier mein Obdachlosigkeitsproblem in den Griff bekommen. Und jetzt ist auch die Köhlerei hier fertig. Es wird endlich hier Kohle produziert. Finde ich gut. Und ihr seht, es gibt ein Limit von 50. Ich finde es halt auch gut, dass es Limits gibt, ne? Dass das nicht endlos weitergemacht wird. So, ich habe eine Aufgabe. Ich soll 52 Siedler erreichen. Ja, ich denke, das wird von alleine mit der Zeit passieren. Gibt es dafür ein Zeitfenster? Ich bekomme übrigens auch Belohnungen. Noch Mais und Wasser. Okay, das finde ich eigentlich ganz gut. Wird hier produziert? Eigentlich ganz, ganz gerne. Warte mal, ich brauche nicht mehr so viele Baumeister. Ich packe nochmal einen Fischer da rein. Ich würde eigentlich ganz, ganz gerne sehen, ob die Fischer arbeiten. Weil das Fischersystem habe ich noch nicht ganz begriffen. Das gebe ich zu. Da kommt auf jeden Fall jetzt jemand an. Es scheint gefischt zu werden. Oh, was ist jetzt los? Es gibt unglückliche Siedler. Du bist unglücklich. Was hast du denn? Ein verwandter Siedler ist gestorben. Ah, okay, das ist natürlich blöd. Aber da kann ich leider auch nicht viel machen. Also ihr seht, die haben auch Lebenszeiten. Leute, steht das eigentlich noch dran, wie alt die sind? Also sie verlieren halt auch einfach mit der Zeit Lebenspunkte, so wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, ob das am... Kann es sein, dass es daran liegt, dass sie kein Werkzeug haben? Bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, wir sollten jetzt definitiv mal anfangen, die Werkstatt zu bauen. Auf jeden Fall. So, wir bauen jetzt hier die Werkstatt hier so hin. Uns fehlt halt noch Metall, ich weiß, und Holz. Aber wir haben den Schrott schon mal. Und dann können wir uns um das Problem ebenfalls kümmern. Wasser und Nahrung machen wir nach wie vor ohne Probleme. Also ich habe das Gefühl, die holen sich vornehmlich echt immer das da. Aber an und für sich ist das hier auch ein guter Speicher. Für Notfall. Ich denke, wenn mal eine Dürre kommt, und wie gesagt, oh, da kommt eine. Sind wir wahrscheinlich froh, wenn wir dieses Wasser da drinnen auf Lager haben. So, da sehen wir tatsächlich die unglücklichen Siedler. Warum sind so viele auf einmal unglücklich? Eine Menge Leute, so wie es aussieht, gestorben. Nee, das sind alles Verwandte. Okay, das wird der Grund sein. Mhm. Wer ist denn das, der so durstig ist? Der da. Der trinkt doch was. Trinkt doch was, es ist auch noch hungrig. Kann ich dem irgendwie sagen, dass er bitte aufhören soll und nicht sterben soll? Mehr Feedback sammle ich gerade eben geistig. Mehr Feedback. So. Ich schicke jetzt hier nochmal einen Fischer. Also die Fischer fischen auf jeden Fall, das kann man schon mal festhalten. Metall wird gesammelt nach wie vor. Frage ist bloß, wo wird überhaupt noch Metall gesammelt? Ah ne, ich habe überhaupt gar keinen Schrott mehr, der gesammelt wird. Okay, ich muss die Arbeitsfläche verändern. Ach, das ist die Jagdhütte, wo ich gerade... Völlig falsches Gebäude. Das da. Da oben gibt es noch ein bisschen was. Okay.
Würde ich mal sagen, kommen wir Ende des Arbeitsfeldes mal auf diese Zone hier allgemein. Der Weg wird jetzt halt weiter. Und ich habe niemanden, der mir Metall gerade eben macht. Ich glaube, ich sollte das mal ändern. Deswegen geht das auch nicht. Ich habe den Plastiktypen jetzt hier mal umgebaut. 14 Plastik habe ich ja noch. Wir müssen jetzt Metall machen. Sonst kriegen wir das hier nicht hin. Wir brauchen Werkzeug. Das heißt, ich brauche nochmal einen weiteren Recycler. Und ich würde aber mal sagen, den mache ich direkt daneben. Bau das mal als allererstes. Wir brauchen also insgesamt schon 3 Recycler. Moment, wo haben wir es denn hier? Die Sondierer, genau. So, das Ding hier wird es gebaut. Und wieder ist jemand gestorben. Ich glaube, jedes Mal, wenn dieses Dumm kommt, stirbt mir jemand weg. Deswegen werden auch immer mehr Leute gerade eben unglücklich. Brauche ich halt das Werkzeug. Ich habe so den Verdacht, dass das Werkzeug, oder besser die Ermangelung an Werkzeug, einhergeht mit dem Schaden, den wir haben. Oh, wir haben die Dürre. Wir haben die Dürre. Noch ist der Boden trocken. Ich hatte es übrigens schon mal schlimmer gesehen. Ne? Da war irgendwann mal das hier komplett ausgetrocknet, das Flussbett. Ich glaube, die Dürre hält nicht lange genug an. Oder kommt die erst noch? Ne, die Dürre kommt. Baldige Dürre, sie ist noch nicht da. Dann wartet mal ab, ne? Noch ist die Dürre nicht da. So, wir sammeln jetzt hier immer noch Metall. Wir haben übrigens jetzt schon eine ganze Menge an Kohle. Diese Kohle kann benutzt werden, um bessere Atemschutzmasken zu bauen. So. Wir brauchen jetzt auch einen Techniker, erstellt Werkzeuge. Dann tue ich da mal einen Fischer raus. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Nahrungsmittelsituation nicht geil ist, ne? Die Wassersituation ist spitze, obwohl die Dürre jetzt gleich losschlägt. Na, ihr seht, wenn die Leute da sterben, dann übernimmt das keiner mehr. Auch hier ist gerade eben niemand. Aber ich habe immer noch mehr Kinder am Start, ne? Also das rechne ich momentan noch positiv an. Hier wird gerade eben schon Nahrung abgebaut. Ich weiß gar nicht, wird hier Nahrung abgebaut? Ist weniger Nahrung drin, als ich gedacht habe. 768 ist viel weniger als hier. 1120. Warte mal, ich mach mal was anderes als neues Saatgut. Lass uns mal Kohl als nächstes wählen. Getreide scheint nicht so nützlich zu sein. Ach, ich habe wahrscheinlich einfach nicht genügend Bauern. Das wird der Grund sein. Die können nicht genügend anpflanzen. So, Moment. Immer noch genügend Baumeister. Und ich fände es cool. Wir können jetzt einen Baumeister wegpacken. Und pack nochmal einen Bauer aufs Feld. Wir brauchen. Also das sind die grundlegenden Sachen, ich merke schon. Das muss definitiv ausgenutzt werden. Hier machen wir jetzt mit Kartoffeln weiter. Wir haben auch nur noch. Wir haben keine Handwerkzeuge mehr. Das verlangsamt, glaube ich, die gesamte Arbeit. Plastik. Metall. Ganz gut, wenn jetzt hier endlich mal noch mal ein bisschen mehr Metall gemacht würde. Aber momentan macht keiner Metall. Oh Gott, und jetzt sind die Nahrungsreserven schon niedrig. Jetzt wird es langsam aber sicher echt haarig. Bin mal gespannt, ob wir das beim nächsten Mal hinbekommen, liebe Leute. Und das nächste Mal ist auch der Tag, an dem das Ganze in den Early Access geht. Ne? Und dann habe ich dann auch einen Code für euch. Also seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und ade.